Moin Leute und frohe Weihnachten wünscht euer Beard Bro. Ich wollte mich wenigstens mal kurz an euch richten bzw. mich bei euch melden, weil wie jeder andere zu Weihnachten wahrscheinlich auch, habe auch ich ein bisschen Stress. Ihr seht auch, ich bin das erste Mal seit Ewigkeiten wieder ein bisschen schick angezogen. Beziehungsweise habe ich wenigstens ein Hemd an. Ich hoffe, ihr habt gesegnete Weihnachten. Ich hoffe, ihr bekommt all das, was ihr euch erträumt habt, was ihr bekommen wollt. Und ich hoffe, das sind nicht alles nur materielle Geschichten, sondern vor allem Wünsche, Träume, die mit Erlebnissen zu tun haben. Natürlich kann man auch die nicht immer ohne Geld und Kommerz durchsetzen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. In erster Linie sollte einen so ein bisschen das Erlebnis und das Gefühl, die Atmosphäre und der Zusammenhalt und die Liebe mit der Familie so ein bisschen im Vordergrund stehen. Und ja, für all die unter euch, die genauso wie ich auch denken, dass das ganze Jahr über so sein sollte und nicht nur zu Weihnachten, ich denke gerade auch an euch. Jedenfalls, ich schweife ab. Ich wünsche euch das Beste, wirklich. Ich danke euch, dass wir so ein unfassbares Jahr hatten. Und es hat auch einen Grund, warum ich natürlich da bin. Nicht nur, um euch fröhliche Weihnachten zu wünschen, sondern weil ich auch genau auf dieses Thema ein bisschen eingehen möchte. Ich habe vor, bis Ende des Jahres, vielleicht spätestens Anfang nächsten Jahres, auf jeden Fall jetzt um die Jahreswende, ein Video rauszuhauen, was so ein kleines Dankeschön an euch ist für dieses unglaubliche Jahr, was ich mit euch erlebt habe. Ihr hört es auch, ich bin ein bisschen krank, ne? Also nicht wundern, dass meine Stimme so ein bisschen komisch klingt. Ich habe so einen ekelhaften Husten, der mir fast den Brustkorb sprengt, wenn ich jedes Mal huste. Es tut so unfassbar weh. Aber ich habe mir natürlich wieder die beste Zeit ausgesucht. Es ist eigentlich meistens so, wenn ich frei habe oder wenn Feiertage sind, die wichtig sind, dann bin ich krank. Ich möchte ein Video rausbringen, was so ein kleines Dankeschön für euch ist, alle Jahreshighlights zusammenfasst. Und ich habe sogar noch eine etwas besondere Idee und da seid ihr gefragt. Wenn ihr möchtet und bei dieser Idee auch mit dabei sein möchtet, ich plane etwas mit Kommentaren von euch zu machen, beziehungsweise mit all den Sachen, die ich von euch so bekommen habe. Denn ich kam auf die wunderschöne Idee, dass ich alle Kommentare, die ich sehr berührend und bewegend fand dieses Jahr, wenn ihr noch was zum Jahr beitragen wollt, wenn ihr noch irgendwas zu mir als Person zu sagen habt oder zu meinem Kanal, dann ist jetzt die letzte Chance, dass ihr Teil dieses Ganzen seid. Aber es hat natürlich was damit zu tun, dass ein paar Kommentare veröffentlicht werden und vielleicht sogar... Och Mensch! Ja... Ich komme, Theo, jetzt nerv mal ganz kurz nicht, ich bin gleich da. Das ist das Problem, wenn man Kindern aus der Familie die Telefonnummer gibt. Oh, fuck, ey. Ja, aber mehr dazu später. Habt eine schöne Zeit und ich denke, dass ich auch morgen oder übermorgen auf jeden Fall jetzt noch in den Feiertagen noch ein etwas anderes Video hochlade, damit ihr auch noch was Unterhaltsames habt und nicht nur doofes Gequatsche von mir.